ein ganz großer Fehler, weil ich habe gerade Spam geklickt, um alles rauszuwerfen aus der Werkzeugbank. Habe aus Versehen wollte dann die Skizze reintun von der Heike, von der Überragenden. Habe aus Versehen wieder L2 gedrückt. Ja, und? Ja, es hat sich in den Haufen vergraben. Hast du alles rausgeschmissen, ernsthaft? Alle an Ledersachen, ja. Oh, was heute passiert? Ja, das ist aber ja langweilig. Oh, Alter. Hier, komm mal entgegen, bitte. Ich hab. Mir ist noch nicht heiß. Zu kalt. Ich fick. Wieso hat dieser Typ. Warum musste ich derjenige sein, bei dem die Teleportation falsch läuft? Ich meine, du bist gewachsen und Warum ist muskulös. Ich meine, du bist gewachsen und muskulöser geworden, ja? Also hör. Hey, auch Freunde, sind damit willkommen zurück zu einem Video auf Lammersport Kanal X mit Ark Staffel Babson? 3. Welche Map sind hier? Fjordur. Ich farm hier gerade für Nexus ein paar Narko-Bären, beziehungsweise auch für mich, weil Nexus hat gerade irgendwie Zeug gedroppt. Oh, jetzt ist dein Vieh an Bären voll. 33 100 Dingens. Narko-Bären, nochmal 100 Narko-Bären, nochmal 100 Narko-Bären, 33 400. Betäubungs, die 33 Narkosemittel gehören mir. 437 Narko-Bären. Problem ist Mal nur ohne. Doppelsprung. Oh, ja, ich weiß, aber ohne verrottetes Fleisch, Nexus, haben wir ein Problem, ne? Das will ich dir mal anmerken. Hinterster ist Narkobären. Ja. Was für ein 37. Scheiß Ich pack einfach da rein, wir teilen das ja auch mal später auf. Ich gebe dir dann auch die Hälfte. 105 Narkomittel. Ja, tschüss! Ah, du hast die ganze Lederrüstung nur gedroppt. Ich dachte schon, du hättest alles Lederzeug gedroppt. Ja, die Lederrüstung ist mir Ja, scheißegal. natürlich, ja. Also, okay, gut. Danke, gut. Ich bin noch nie so beleidigt worden. Ich hab gesagt, ich droppe die ganze Lederrüstung, Digga. What the fuck? Ich mache einen funny Compilation Clip, weil ich dachte, du hättest die ganze Scheiße. Du hättest wirklich alles aus dem Scheißteil gedroppt. Nein! Warum sollte ich? Wo willst du den Ring of Fire bauen? Ich würde sagen, hier auf dem Stein, oder? Nein, hier. Oh, Werkstatt. Nee. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich, warte. Wo ist das Zelt eigentlich Perfekt. schon wieder hin? Oh, ich habe herausgefunden, Zelt despawnen nach 2-3 Nächten. Ach so. Die nehmen Damage über Zeit. Hier drüben will ich einen Ring of Fire machen. Gut, also Leute, Ring of Fire hört ihr schon, denn wir brüten heute je sämtliche Eier aus, die wir haben. Als erstes die Magma-Füße, weil. Magma. Halt, warte, wie kriege ich Stein? Nächstes, ich würde sagen, bau ein U. Mach ziemlich viel Platz irgendwie. Also mach mehr Platz in der Mitte und dann bau ein U drumherum. Du bist derjenige, der Sachen aufstellt. Ich stell's nur her. Wo hast denn du dein Ei? Alles in meinem Inventar, what the fuck? So, bevor du das Magmasaurus-Ei. Du willst erstmal die Magmasaurier, ne? Dann lass ich die Drachen noch drin. Oh, Welche beiden willst du haben? Also ich nehme auf jeden Fall das 105er-Ei. ich nehme das zweithöchste, das 80er war es, glaube ich. Wir haben einen 30er und einen 88er. Ja, das nehme ich. Ja, dann haben wir noch einen 30er und einen 13er. Welches willst du davon? 30er. Ich habe auch, glaube ich, noch einen 30er. Ich habe zwei 30er noch. Du hast noch zwei 30er? Ja. Okay, gut, dann tue ich die anderen drei Eier bei mir einfach wieder rein. Dann haben wir ja beide drei Jetzt Drachen. brauche ich. Digga, ich brauche Steine. What the fuck? Steine willst du haben? Nee, ich hab. Ich habe bei mir in meiner in der Freddy-Kiste habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 drin. Passt schon.
sollte jetzt. Übrigens, Leute, ich muss euch noch darüber informieren, dass Jan, ich habe mit ihm mal gesprochen, der meinte, er hat zwar Bock auf Ark, aber er ist jetzt halt gerade im Moment im absoluten Elden Ring Grind und er hat dann gesagt, er möchte sich aus Staffel 3 erstmal raushalten. Vielleicht kommt er zwischendurch einfach mal rein und reingeschaut. Freddy, ich habe 18 Lagerfeuer gemacht. Ja, das soll locker reichen. Ja. Das sollte reichen. Dann brauchen wir jetzt nur noch eine ganze Menge an Holz, ne? Für jedes Lagerfeuer mindestens 2 Stacks. 2 Stacks? Nein, never. Ja, wenn das je nachdem, wie lange das brennen soll. Auf was hast du die Brühzeit? Ich habe die schon runtergesetzt, aber trotzdem 2 Stacks, damit wir die Teile nicht immer neu. Wenn du die Brühzeit auf 0,2 machst, dann brütet das innerhalb von 4 Minuten komplett. Ja, das ist aber ja langweilig. Oh, Alter! Hier, komm mal entgegen, bitte. Ich hab keine Ahnung. Du bist der leichtere von uns beiden. Das ist halt die Frau. Wieder fette Bastard hier. Komm jetzt! Ja, ich soll doch hier platzieren, du Otto. Ja, aber. Ja, die Klima langsam, sonst kotzt der bitte. Du sollst mich nicht droppen, tu dich doch einfach in die scheiß Lagerfeuer rein, du Otto. Wieso lädt Kilian mich jetzt in The Forest ein? Ist der dumm? Es ist Kilian, ich sag respektablerweise mal nein. Ja, nächstes hier willst du das haben? Das habe ich bekommen für das Achievement. So, hier. Und noch mehr? Trinken? Ich bin kurz weg, meine Mutter braucht mich. Ja. And it burns, burns, burns in the burning ring of fire. Selber ein bisschen Holz. Wir können eh mehr tragen wie der Nexus. Keine Sorge, Leute, Baylor machen wir auch in nächster Zeit noch. Da haben wir schon geplant. Aber Nexus meinte, er möchte erstmal die Drachen haben, deswegen machen wir jetzt erstmal die Drachen, die Magmasaurier als Ausbrüten. Danach wollte Nexus, weil wir haben ja letztes Mal schon Schneeeulen holen wollen in der letzten Staffel. Deswegen holen wir uns hier nach Schneeeulen. Nexus meinte aber, die sind super selten, weil der hat sich noch einen eigenen Server quasi erstellt nebenbei, um halt so ein bisschen zu gucken, was es hier so alles gibt. Deswegen holen wir uns halt auch noch Schneeeulen, wahrscheinlich vorher oder währenddessen. Aber erstmal kommen jetzt Magma-Viecher um. Ja, vielleicht machen wir da mit dem Boss. Holz, Holz.
Nee, try it, geh vom Baum weg. Perfekt. Naja, jetzt haben wir halt ein Haustier. Dann hier, du bist jetzt immerhin mein Bro, also... A burning ring of fire! Nimm gerne mein Zeug hier, meine Beeren, wenn du schon mein Bro bist. Hier, gönn dir, Bruder. Ah, wer? Bro, was? Ja, ich habe gerade Bäume abgebaut und hatte und ich ernähre mich ja die ganze Zeit von Beeren. Weißt du ja. Ja, dann habe ich Beeren abgebaut und dann ist dieses Vieh hier in mich reingesprungen und dann wurde es automatisch getamed, weil es meine Beeren gefressen hat. Warum möchte ich es töten? Ey, guck mal, wenn ich es droppe, du bist überladen. Entferne etwas aus deinem Inventar. Wenn ich ihn werfe, nichts mehr überladen, Alter. Lass Silicious Grump in Ruhe. Silicious B. Grump, weißt du, wer das ist? Nein, gib ihn her. Nein, gib ihn her, das ist mein Freund. Deswegen heißt er Silicious B. Grump, dann ist er nämlich vernünftig. Dann hat er. Nein! Hör auf. Weißt du, warum der Silicious B. Grump heißt? Weißt du, wer das ist, dieser Silicious B. Grump? Ja. Du kennst doch Jabba der Hutte, ne? Du kennst ja Jabba, ne? Ready? Du kennst Jabba, ne? Schade, ja. Ich wollte ihn hoch, ich wollte ihn draufwerfen. Wie werfe ich den? Doppeldreieck, aber lass ihn. Der Affe von Jabba heißt auch Silicious B. Grump. Ach ja, ich hab noch mehr Holz. Eins habe ich ja jetzt schon reingetan. Hast du, ja, glaub, Bro, ich kann doppelt so viel tragen wie du. Du kommst hier mit 5 Stacks Holz an, Junge. Du kommst immer mit 2 Stacks, 3 Stacks Holz. Ich hab 10 Stacks Holz im Moment. Wie viel Gewicht hast du? 1090. Ich hab 820, ja. Wo ist der Silicious? Gib mir Silicious. Ja, Bro, Alter! Bist du irgendwie dumm? Ja. Ah, hallo, Silicious. Silicious ist delicious. Na, der wird aufs Feuer geschmissen. Dein Ei ausgesammelt, weil das genau in mein Dreieck-Ding reingesinkt ist. Ein Magma-Vieh! Ja, ich weiß, ich habe das gerade aus Versehen aufgesammelt, weil ich wollte ein Feuer anzünden und du hast das Ding genau in mich reingeworfen. Und dann habe ich Dreieck gedrückt und dann, ja. Also mir ist heiß, also es müsste funktionieren. Deins war Level, das war Level 30er, also beide Level 30, ja moin. So, mir ist noch nicht heiß. Zu kalt. Ich fick. Dann ist vielleicht ein Feuer nicht an. Mir ist hier drinne heiß. Eigentlich müsste es funktionieren. Ja. Aber jetzt kocht. Gut, dann machen wir erst deins. Digga, Trike, Alter, was ist eigentlich mit dir? Willst du getamed werden oder warum klebst du die ganze Zeit in meinem Arsch? Nö, der will getötet werden.
Ich meine, als Haustier sind diese Viecher sogar irgendwie ganz cool, muss ich sagen, wie die auf der Schulter hängen mit dem Schwanz und dem Bauch. Hast du irgendwas zu fressen? Weil ich habe keinen Bock, mich von Bären zu ernähren. Ich weiß dafür. Ja, Bro. Warum zwei Stacks? Oh. Meine Nippel, die sind ziemlich hart, Digga. Ich glaube, das Vieh ist geil auf meine Nippel. Guck mal, wo der Schwanz hängt. wir brauchen Fleisch für den Magma-Vieh, denk dran. Hedwig, komm her. Ja, bin ich getan. Ja, Hedwig. Gib ihm keine Drogen. Komm, Narkobären, komm. Hör auf, der wird doch besoffen. Hör auf, ihn zu besaufen. Ich weiß nicht, was du hast. Dein Vogel freut sich. Der wird doch Daueralkoholiker, der Arme. Ich weiß nicht, was du hast. Kann man die eigentlich nicht benutzen? Freddy, guck mal! Freddy, guck mal! Hä? Cool. Das ist ein Ring of Fire! Ah, mir... Wow, mir ist hier sogar warm! Holy shit! Cool. Es ist nicht gut, wenn mir warm ist. Weißt du warum? Nö. Nee. Dann ist mir sogar wirklich warm, weil ich habe 186 Dingens. Ich Was? Bin resistent gegen Hitze wie Scheiße. Ah ja. Vogelmann, der alles kann. Lol. Genau, Nexus. Genau. Ja. Ja, lass mal das ganze Narko-Zeug da drin. Ich mach gleich Narko-Pfeile, dann gebe ich dir die Hälfte. Und ich wollte mir gerade nur 50 machen. Weil. Das ist reich, ja. Ja, dann mach das, weil ich stelle mir hier gerade irgendwie 200 oder 300 Pfeile her, Alter. Du wolltest dir 50 machen, hast aber 100 Narkomittel rausgenommen. Legendärer Boy. 100? Bist du besoffen? Ich hab 100 rausgenommen, die Hälfte gemacht und die anderen 50 wieder reingelegt. Echt? Ja, es waren 110 fertig. Ja. Ja! Ah, Freddy's Mathe Genie zeigt sich da wieder, Digga. Einfach dein Maul halten. Ich habe auf meinem 9er Zeugnis eine 5 da gehabt, ja, also auf dem 9er Zeugnis, nicht auf dem Abschlusszeugnis. Auf dem Abschlusszeugnis war eine 4.
Jesus Christ. Oh, ich hab besser denn seiner Matheprüfung eine 6 geschrieben. Frag nie, ich hab gefühlt jede Mathearbeit 5 geschrieben. Ich hab Mathe, bin mit Mathe endlos 3 rauskommen, Digga. Außer in meiner alten Schule. In meiner alten Schule, wo ich noch nicht bei Nils war, da habe ich immer meistens 1 oder 2 in Mathe gehabt. Auch auf dem Zeugnis, ich stand einfach 1 in Mathe. Ja, und dann habe ich die Schule zu Nils gewechselt. Da habe ich Nils in meiner Klasse, da kann ich ihn nur verblöden. Ah, 50 Pfeile, ja, schön. Ah, stimmt, das müssen wir. Hey! Ich wollte gerade einen Agentavis züchten. Nee! Aber Jan kommt eh nicht, ist mir irgendwie da eingefallen. Richtig! Gib mir dein Ei, gib mir dein Ei, ich fress dein Ei! Kannst du machen. Siehst du das, Megastuka, siehst du das? Nam 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 nam! Juckt das nicht, die hat auch schon ihre Eier gefressen. Kannibalismus! Nö, solange sie nicht befruchtet sind, wächst da drin auch nicht. Wer sagt, vielleicht ist eine Fehlgeburt gewesen oder so? Ohne Befruchtung wächst nichts drin. Sicher? Ja, im Hühner, ich weiß, wovon ich rede. Sicher? Ja. Vielleicht ist es asexuell. Ach, halt einfach dein Maul halten, wenn du nicht weißt, wovon du redest. Burn, burn, burn. In the Burning Ring of Fire. Ich bin bei 1,50. Minuten? Ja, ja. Willst du ja auch langsam dein Ei herbringen? Von hinten drauf schmeißen. Wenn du denkst, es ist zu hoch, wenn du denkst, du guckst zu hoch, ist es genau die richtige Höhe. So, danach erstmal wieder gleich direkt aufs Leben gucken. Wenn das Insane wieder 19k hat, ne, dann raste ich aus. Ey, da sind die Viecher einfach natürlich. Aber ich schmeiß meins noch nicht drauf. Ich schmeiß meins drauf, wenn deins weg ist, weil du weißt ja nie, vielleicht ist es ein Stuck oder so. Ja, genau das Ding. Aber wie gesagt, ich gebe dir Hinweis, wenn du denkst, du guckst zu hoch, um zu werfen, guckst du eigentlich genau richtig. Und 200 normale Pfeile. Meine Betäubungspfeile langsam in meine Armbrust tun. Ja, ich habe ja 2 Armbrüste. Eine mit normalen, eine mit Betäubung. Ja, ich habe auch 2, also ja. 30 Sekunden! Nexus, ich habe gerade by the way gesagt, ich habe 2 Brüste. Ja? Ja, nicht nur im Inventar, sondern auch wortwörtlich. Siehst du, hat dieser Typ. Warum musste ich derjenige sein, bei dem die Teleportation falsch läuft? Ich meine, du bist gewachsen und muskulös. Ich meine, du bist gewachsen und muskulöser geworden, ja? Also hör du auf. Nee, nicht muskulöser, so war ich schon immer, aber. Oh, 3 Sekunden, komm! Du bist fucking größer geworden, also heul nicht rum. Und du bist nicht mehr pink, auch ein Vorteil. Mach Prägung, schnell! Kannst du das Feuer ausmachen? Ja, wenn du dein Vieh da wegmachen würdest. Ich glaube, das kriegt eh keinen Feuerschaden, davon mal abgesehen. Weil das stand mitten im Feuer und hat keinen Damage genommen, also. Wenn du es jetzt wegbringen könntest, das wäre sehr vorteilhaft. Bitte sei nicht stuck. Es ist stuck. Oh. Warte, kann ich ihn mit einem Vogel aufheben? Theoretisch müsste das doch funktionieren, oder? Ey. Oh Gott, God bless! Danke, Hedwig! Was ein Vogel grappen kann. Baby-Mega-Vieh.
So, Leben! Drachenbaby. 19.000! Wieder 19.000. Guck rein! Guck das bitte rein! Das heißt, die Viecher haben automatisch 19.000 Leben. Ey, die Viecher sind natürliche Tanks, das ist geil. Ach ja, du brauchst Nahrung, ne? Ja, gern Hitrikon. Hab ich schon mal gesagt. 19.000 Leben. Aber ich habe noch Fisch und so im Inventar, das sollte erstmal reichen, weil da kriegst du ja eh nicht so viel ins Inventar rein. Tu dir bitte keinen Fisch rein. Ich schon. Ich hab gelesen, die sind allergisch auf Fisch. Legit jetzt. Legit, die kriegen Damage, wenn die Fisch fressen. Und do it. Die. Imagine, man ist allergisch gegen Fisch, höhö, meine Mutter. Ah ne, sorry, die mag das nicht. Es gibt Argentavis-Kostüme. Es gibt Argentavis-Kostüme. Das ja. Mir gerade erst.